Heute machen wir nämlich mal etwas andere Polizeiarbeit, ja? Wir werden hier heute jemanden aufgabeln und ihn dazu zwingen, die Polizeiarbeit zu verrichten, ohne dass er ein Polizist ist. Macht überhaupt gar keinen Sinn, aber wird lustig. So wie der da. Warte, das könnte ein Polizist sein. Fremder? Entschuldigung. Oh, hier ist ja auch eine Cringe-Besprechung. Ui, hier ist ja auch eine schöne Besprechung am Laufen. Wunderbärchen. Was geht hier ab? Einen wunderschönen guten Tag, der Herr, na? Na? Einen wunderschönen guten Tag, der Herr, na? Kennen wir die ID nicht irgendwoher? Ist das vielleicht der Kerl, der am Ende eines meiner letzten Videos Discord-Gaming, Metagaming betrieben hat? Da müssen wir mal gucken. Ich repariere mal das Fahrzeug. Komm, da ruft die ja wieder über den D-Funk. Komm, steig ein. Komm, bringt nichts. Machen Sie da Metagaming, hä? Herr Bayers, das geht so nicht. Sagen Sie mal, was soll denn das? Chefe, ich bin da, um Sie zu retten. Ich hol mir die Beförderung. Chefe, ich bin da, um Sie zu retten. So, das haben wir erstmal erledigt, das Problem. Alle Dude, ihr habt mich gleich drum gekümmert, um den Amateur, ne? Ne? Deswegen. So kannst du weitermachen, Chefe. Wollen Sie das wirklich? Schmeckt dir eigene Medizin, mein Freund? Schmeckt die eigene? Ja, ne? Schmeckt gut, ne? Lass es dir schmecken. Ich wollte eigentlich nur teilhaben an der Besprechung. Ja, das war's dann ja, wohl mit der kannst Besprechung. Ja. Wollen Sie das jetzt wirklich tun? Du musst mich erstmal dafür finden, ne? Ach du musst so. Mich erst finden, und dann jetzt weiß ich, wer ihr seid. Ihr seid die, die ich letztes Mal gefesselt habe, weil sie Discord-Gaming betrieben haben. Nee, wir haben dich gefunden. Die seid also. Ihr. Ah, deswegen seid ihr so sauer. Okay, ich verstehe schon. Ja, gut. Also, wenn ihr das wirklich so handhaben wollt, dann können wir das gerne tun. Nein, ich will zur Hand haben. Chefe, soll ich weitermachen oder soll ich ihn losmachen? Ganz ehrlich, erstmal hier raus aus der Garage. Das ist das LSPD und nicht das FIB. Na, komm mal mit. Ich bring dich zur Tür. Komm. Ja, ich komme. Ich bring dich zur Tür. Oh Gott, ey, wie peinlich man sein. Ne, komm, ich mach dir noch die Tür auf. Super. So, dann viel Spaß. Tschüss. Warum steht hier ein PD-Ler in Hamschell? Ja, ist okay. Ich verstehe schon, was du machen willst. Ist in Ordnung. Ist sehr lustig. Schmeckt das eigentlich? Also mir nicht. Also ich finde es immer noch unnötig. Ja. Wenn ich dich jetzt losmache, ne, habe ich das Gefühl, ich bin gleich weg. Nee, ich würde tatsächlich nur gerne mein Auto nehmen und dann, fahre ich mal. Ein Mann, ein Wort? In der Tat. Und dann mache ich dich wieder fertig. Hä, was heißt denn fertig machen? Ich war alleine und habe 10 von euch gefesselt. Du hast mich gerade einfach gefesselt, indem du neben mir standest. Und ich bin ja noch nicht mal aktiv auf dich draufgegangen. Hä, aber... Ja, okay. Okay. Du hattest deine 5 Minuten. Ist in Ordnung. Ich verstehe. Ihr seid ein bisschen sauer. Oh! Das ist doch so klar gewesen. Oh. Er wollte es aber. Also er hat es aber wirklich provoziert. Holy shit, Alter. Der Typ. Wie kann man denn nur so hart versunken sein und so hart RP lutschen? Holy shit. Ach du Scheiße. Boah, Digga. Dass ich sowas mal erleben werde? Naja, kann man nichts machen, ne? Habt ihr wirklich eine Barrikade dahingestellt? Alter, sind das Versager. Holy shit. Oh, Chefe. Oh, ist das ein RP-Versager, Bruder. Also, sie müssten tatsächlich auch treffen können, ne? Das ist tatsächlich auch Mindestanforderung. Was sind das Versager? Ah, soll ich mithelfen? Ja, helfen Sie mir. Helfen Sie. Funken Sie durch. Holen Sie schnell die ganzen anderen Leute. Oh, das ist aber doof. Oh nein. Oh, da kommt ja der Rest noch. Achtung. Oh. Die sind alle sehr sauer wegen dem letzten Video, verstehst du? Die wurden halt aus ihrer RP-Welt rausgerissen. Komm, steig ein, Junge. Ich muss euch kurz eine kleine Story zu diesen Leuten erzählen. Eher gesagt, eine Story zu diesem Typen hier. Herrn Michael Byers, aka der Typ mit der ID 1064. Als ich das Video vor circa 4 Tagen gepostet hatte, RP-Rentner gefangen, habe ich ihn in den letzten 4 Minuten des Videos in Handschellen gelegt, dann einmal quer um die Map gefahren, die mir dann hinterhergefahren sind, weil sie wussten, wo er ist, weil er ihnen das über Discord gebeichtet hat. Und dieser arme, traurige, im RP gefangene Mensch konnte leider auch die ganzen 4 Minuten, während er gefesselt auf meiner Rückbank saß, nichts anderes sagen, außer: Nimm mir die Handschellen ab. Jetzt. 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 Dann habe ich das Video gepostet, es war jetzt 4 Tage lang online, hat in der Zeit ca. 135.000 Views generiert und es ist erstmal
nichts passiert, bis ich ihn dann heute im Video leider aus Versehen nochmal überfahren habe und den ganzen Kram mit seinem Kollegen gemacht habe, was ihr jetzt im späteren Verlauf des Videos noch sehen werdet. Und das hat ihn wohl so stark aufgeregt, dass ich ihn in einem Spiel überfahren habe und festgenommen habe, dass er tatsächlich eine Copyright-Beschwerde bei YouTube versucht durchzuprügeln. Ich kann nicht mehr. Ich habe das Gefühl, diese RP-Rentner haben noch nicht so wirklich dieses Internet verstanden. Deswegen erkläre ich euch das jetzt noch einmal, beziehungsweise ich erkläre es noch einmal ganz speziell für dich, Herr Byers, okay? Zuallererst, mit der Nutzung von RageMP, beziehungsweise dem Spielen auf dritter Community-Server, bist du damit einverstanden, dass wenn du im Spiel redest, im Spiel den öffentlichen Voice-Chat benutzt, dass das aufgenommen werden kann? Mal abgesehen, dass man hier in diesem Spiel sogar noch zusätzlich einen Charakter spielt, RP, GTA RP, ich spiele einen Charakter, ich verkörper keine echte juristische Person, dass das keine personenbezogenen Daten mehr sind, weil du im Internet in einem öffentlichen Online-Spiel frei für jedermann zugänglich einen fiktiven Charakter, eine fiktive Person spielst. Als zweites gibt es ein Gerichtsurteil vom 22. Februar 2021, keine Identifikation anhand einer Stimme. Und dort steht drinne: Im Rahmen eines Vergabenachprüfungsverfahrens hat die Berliner Vergabekammer, VK Berlin, mit Beschluss vom 24. September 2020 unter anderem beschlossen, dass die Identifizierung einer Person allein anhand der Stimme nicht möglich sei. Uff, Herr Byers, das muss aber ganz schön wehtun jetzt. Und man sieht auch, dass YouTube in solchen Fällen eigentlich relativ professionell und ehrlich vorgeht. Denn was glaubt ihr eigentlich, wie viele Vollidioten, wirklich RP-gefangene Rentner, versuchen jedes Mal, wenn ich ein Video hochlade, meine Videos offline zu nehmen? Was glaubt ihr, wie oft ich nach einem Upload irgendwelche Beschwerden kriege? Schaut es euch bitte an. Und es ist bei mir tatsächlich noch kein einziges Mal vorgekommen, dass solch eine Beschwerde durchging, weil sie einfach kein Halt hat. Weder Hand noch Fuß. Gar nichts. Trotz alledem weiß ich, da ich das von einigen meiner Kontakte gehört habe, von größeren YouTubern, falls das der Fall sein sollte, dass so etwas tatsächlich durchgeht, weil YouTube gut und gerne natürlich auch mal Fehler macht, dann holt man sich einen Anwalt, dem zahlt man dann 600-700 Euro, der schreibt einen Brief an Google Ireland, die prüfen den Scheiß, sagen dann, okay, gut, du hast einen Anwalt eingeschaltet, wir geben das Video wieder frei, klärt das bitte gerichtlich in eurem Land unter eurem Recht selber unter euch. Ich denke jetzt mal, da passiert wie in den anderen 500 Fällen absolut gar nichts. Aber Herr Byers, ich werde mich nicht auf dieses lächerliche OOC-Niveau herunterbegeben und ich sage dir hiermit offiziell den Krieg für Server 3 an. Du kannst den Server wechseln, ist mir scheißegal. Ich werde dich finden, ich werde dich auf jedem Server finden, ich werde dich verfolgen, ich werde dich knechten, ich werde dich in diesem Spiel überfahren, ich werde dich verprügeln, ich werde dich komplett überall rausschmeißen. Ich werde dir von heute an jedes Mal, wenn ich dich sehe, egal auf welchem Server, jeglichen Spielspaß rauben für diesen lächerlichen Versuch der Aktion, ich werde sein Video sperren. Ich werde dich so lange bearbeiten in diesem Spiel, bis du weinend den Ich möchte nicht mehr spielen Knopf betätigst, damit auch du mit deinen 48 Jahren endlich mal in den Genuss des echten, wahren, realen Lebens kommst, damit du auch dort vielleicht einmal irgendeines Tages etwas erreichen kannst, worauf du dann stolz bist, wo du sagen kannst, ja, ich habe es im echten Leben zu etwas gebracht, ich habe im echten Leben etwas erreicht, aber ich bin ganz ehrlich, wirklich, wenn ich offen und ehrlich bin, habe ich bei dir das Gefühl, bei dir ist alles verloren, du bist 12 Stunden am Tag in deiner Polizisten-Chief-Rolle gefangen, weil das wahrscheinlich der einzige Ort in deinem kleinen, traurigen Leben ist, wo du irgendeine bestimmte Machtposition, eine Machtrolle bekommen hast, die dir dann etwas gibt für dein persönliches Ego, wo du dir denkst, boah, geil, Junge, hier habe ich Macht, hier habe ich eine Rolle, hier habe ich Verantwortung, hier werde ich gemocht. Dann würdest du es in deinem Leben vielleicht ja wirklich zu etwas bringen. Weil stellt euch mal vor, der Herr Byers würde probieren, schon seit mehreren Monaten... Stellt euch mal vor, der Herr Byers würde schon seit mehreren Monaten probieren, krampfhaft ins Admin-Team zu kommen, um mich dann bei meiner bezahlten Arbeit auf dem Server zu behindern. Dann gehen wir mal ins Grand-RP-Forum für den Server 3 und suchen dort nach seiner Spieler-ID. Michael Byers, 5. Oktober 22, Bewerbung als Admin-Assistent. Abgelehnt. 27. September, Bewerbung als Admin-Assistent. Abgelehnt. Bewerbung vom 26. August. Abgelehnt. Bewerbung als Admin-Assistent vom 13. und 22. August. Beide abgelehnt. 9. August, Bewerbung Admin-Assistent. 2. August, Bewerbung als Administrator-Assistent. 26. Juli, Bewerbung Administrator-Assistent. 9. Februar.
Bewerbung als Administrator? Abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt und abgelehnt. Was sind meine Stärken? Gewissenhafte Arbeit. Teamfähig, kann mit Kritik umgehen. Geduld. Und dann habe ich noch andere Foreneinträge von anderen Spielern über ihn gefunden. Power Gaming und Flucht auf grüne Wiese. Mehrere Regelverstöße. Und nochmal von jemand anderem mehrere Regelverstöße. Und ratet mal, was die Administration vom besten Server auf dieser Welt, Grand RP, damit gemacht hat. Sie haben alle angenommen und er wurde bestraft. So viel zum lieben Herrn Bayers. Und jetzt wünsche ich euch trotzdem noch viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Das sind sehr, sehr große, sehr, sehr, sehr große Versager. Ja, ja, mein Kollege, der hat sich da gerade beworben, der sagt gerade, die sind alle richtig mad. Ja, ja, die sind tatsächlich, ich könnte auch sterben hier, ne? Ich könnte auch gleich draufgehen. Also, es ist gar nicht mal so abwegig. Ich glaube, ich kriege jetzt auf die Fresse. Das ist ein bisschen zu viel. Ich hau da mal ab, ne? Boah, ja, guck mal, wie viele da kommen, oha. Die gehen ja richtig ab hier. Ja. Hast du die Aktion eben mitbekommen? Ich wollte mich dazustellen und zuhören und er drückt mir so richtig schön einen rein. Ey, er hat das richtig enjoyed, dass er mich einmal fesseln konnte, weil ich neben ihm stand. Ey, ja, der hat das aber richtig enjoyed. Huiuiui. Also, ich werde heute, weißt du, was ich eigentlich machen wollte? Eigentlich wollte ich heute einen Mann finden, der mit mir dann Streife fährt, den ich dazu bringe, dass er quasi die Polizeiarbeit macht für mich, obwohl er kein Polizist ist. Aber durch die Aktion, die sie gerade in der PD-Halle gemacht haben, denke ich mir so, eigentlich ist das ein perfekter Tag, um 2 Stunden lang das PD abzufacken. Komplett. Das ganze PD. Oh nein. Hä? Oh. Hä? Ah, Moment, Moment. Hallo. Oh. Kommen Sie zurück. Das war mein Mann. Das war mein Mann. Kommen Sie wieder. Ja, moin. Wir haben hier gerade ein paar Streitigkeiten mit dem PD. Okay. Deswegen würde ich tatsächlich mich jetzt da rein begeben in die Höhle des Löwen. Ist der gepanzert? Kann man da nicht durchtasern? Versuch mal. Also ich habe keinen Taser, ne? Aber Tatsache, Junge. Oha, geil. Ich danke dir, ja? So, dann machen wir das mal mit einem gepanzerten Fahrzeug. Sie haben alles zugemacht. Sie haben hier alles zugemacht. Ist das wieder unsere Flachpfeife? Flachpfeife? Warum seid ihr so sauer? Ich liebe dich, ich liebe dich. Ich bin nicht sauer, ich liebe dich einfach nur. Oh, ja. Geil, Schmier. Toll. Hallo. Ja, bevor der hier gleich loslegt. Hören Sie auf zu Taser. Hallo. Kann man Ihnen helfen? Ja. Waffe weg. In der Tat. Dankeschön. Ich bin Herr Verbieler, Herr Kollege. Das ist aber jetzt doof. Habe ich euch wohl wieder alle auf einmal erwischt, ne? Oh nein, ich habe einen übersehen. Schade. Verdammte Soße. Mein Gott, ist ja schlecht. Ich habe alle erwischt. 5 gegen 1. Hallo. Ja, und jetzt habe ich dich wieder erwischt zum zweiten Mal. 2:0 für mich. Also, nee, 2:1 für mich mittlerweile, ne? Aber ich bin vorher einfach hier hingekommen und wollte... Ah, den Schaufel-LKW, den Phantom. Phantom 3 oder so. Ah, wunderbar, wunderbar. Und damit müsste ich dann in die Garage rein. Oh, der ist sogar schnell. Der hat ja richtig Speed. Oha, die Beschleunigung geht ja richtig fit hier. Der gesamte Sinn der heutigen Folge besteht darin, diese Menschen zu ärgern. Der gesamte Sinn. Das ist der einzige Grund, warum ich heute dieses Video aufnehme. Das PD ist ja noch schlimmer als das FIB. Da ist er wieder. Jo, moin Jungs, wie geht's? Was geht ab? Gefällt's euch eigentlich hier? Oder? Ui. Ab ins PD, los. Ui. Ab ins PD, genau. Ins PD, Leute. Ich will auch hier rauf. Ins PD. Ach, ich geh da jetzt rein. So. Die sind aber auch selber schuld, ne? Die wollten das ja so. Ich kann nichts machen. Da haben wir schon 3 Kills. Oh, ich werd mit dem Revolver beschossen. Uiuiui. Ach, Herr Kollege. Mensch, das ist ja doof. Das ist aber doof. Das ist aber bestimmt ganz schön peinlich jetzt für Sie, oder? Nachdem Sie so große Töne gespuckt haben. Ui. Hallo, junger Mann. Haben wir da gerade etwa das Tor festgestackt? Oh, hallo, Kollegas. Stopp. Nein. Junger Mann, warten Sie. Nicht wegrennen. Du hast mich erwischt. 2:2. Hey. Du tust Scheiße, lass mich los. Hallo. Hörst du mich? Ich weiß, was du für eine Art Mensch bist. Ich weiß, dass du jetzt auf Krampf versuchst. Du weißt nicht, wer ich bin, mein Freund. Das wirst du niemals herausfinden. Ich weiß, dass... Lass mich jetzt los. Komm, ich muss dir ein paar von Latz hauen. Lass mich los. Ich weiß, dass du jetzt auf Krampf versuchst. Ich hoffe, du kriegst Code 7. Lass mich los.
das Ganze hallo. Mit Humor zu nehmen. Schminkler, hallo. Um Schminkler, dich selber auf ein besseres Level zu heben. Aber das funktioniert nicht, weil ich weiß, dass du tief in dir drinnen eine verlorene Seele bist. Verloren im RP. Lass mich los. Ich kenne die Art Mensch, die du bist. Ich kenne euch. Also hör auf zu schauspielern, bitte. Hallo. Gott. Ach du Scheiße. Wisst ihr, wenn man so akzeptiert hat, dass man versagt hat und dann so dieses, oh ja, ich mache jetzt so, als wäre das lustig und als würde ich mitspielen, damit ich das alles akzeptiere. Hast du Bock auf eine Currywurst? Wollen wir Currywurst essen gehen? Der Typ ist so schwierig, ne? Der ist so schwierig. Der ist so schwer. Sie sind wirklich eine ganz schwierige Seele. Schöne Augen hast du. Schöne grüne Augen hast du. Ja, ne? Ich kenne ja noch nicht mal deinen Namen. Ah, der liebe Bester. Was stelle ich denn jetzt mit ihnen an? Egal, was du tust, du kannst mich nicht brechen. Das schaffst du nicht. Du bist schon gebrochen. Das sehe ich an der Art und Weise. Das sehe ich an der Art. Nein, ich weiß nur, wie ich dir was liefere. Mehr nicht. Das sehe ich. Bin ich nur lange nicht. Außerdem bin ich momentan im Vorstand. Ne? 2-1, mein Freund. Ne? Da haben wir einen Unentschieden, ne? Und dann müssen wir noch die dritte Runde starten. Darf ich auch einen Satz zu Ende sprechen, ohne dass du mich unterbrichst? Ich sehe doch an der Art und Weise, wie du redest und wie du mit mir umgehst, dass du gebrochen bist. Du bist ein gebrochener Mann. Du meinst? Echt? Gehen wir jetzt eine Currywurst essen? Komm, lass eine Currywurst essen gehen, ne? Ja, das Video hat dir nicht gut getan, ich merke schon. Das letzte Mal hat dir echt nicht gut getan. Ich habe meine Beförderung gekriegt, ne? So ist nicht. Eine Beförderung! Wow! Na, Leute, was? Ich hab's gekriegt. Boah, heftig. Krass, heftig. Was machst du so in Europa? Was machst du so außerhalb der Insel? Freiberufler. Also arbeitslos. Naja, deswegen ja, mehr kriegst du auch nicht. Wie gesagt, weil ich eine Trennwand oben habe, ne? Ich bin nicht gefangen. Das ist der Unterschied. Mir ist das Bockwurst. Nach 5 Minuten ist das vorbei. Ah, gut, jetzt sind es schon mittlerweile 10 halten. Der ist ein Psycho, ne? Der ist ein Psycho, der Typ. Kannst du mich loslassen? Der ist psychisch gestört. Nee, sorry, ist nicht möglich. Nee. Lass mich los. Nee. Du bist der Einzige, der sich freiwillig gemeldet hat, mich heute zu stören. Ja, das ist richtig, ne? Weil ich es nicht ertragen kann, dass du in die Jungs und Mädels rangehst. Der Typ ist so lost. Also, lässt du mich jetzt los, dass du gehen? Nein, ich lass dich heute nicht los. Du nimmst mich heute überall hin mit, oder was? Ja. So eine verlorene Seele. Ganze Insel. So ein verlorener Mann. Ja, dachte ich mir schon, dass du die ganze Insel kennst. Du verbringst auch 12 Stunden am Tag hier, ne? 12 Stunden. Das haben wir ganz Lieder gemacht. Aber wir kleben uns an die Straße für die Umwelt. Jetzt hilft den. Olaf, helf mir. Mach den. Taser ihn einfach weg. Ja, hat ja super funktioniert mit dem Taser. Doch, Mann. Ne? Irgendwann später. Könntest du die 1090-1 auch herbringen? Das ist ein ganz schwieriger Fall. Ach, nein. Hallo? Adams, warum tust du das? Adams, warum tust du das? Ja, wir verbringen heute den Tag zusammen. Weil du bist eine ganz, ganz schwierige Person. Du bist ein ganz schwieriger Charakter. Ja, frag mal, das hat der Sosa auch schon gesagt, ne? Seine halbe Community hatte ich auch schon. Wer hat das gesagt? Bist der nächste? Mit dem Sosa hatte ich schon das Vergnügen. Mit dem Sosa? Ja. Wer ist das denn? Da, wo wer ist denn der Sosa? Kenn ich nicht. Der Big Sosa. Ja, du bist nur halb zu klein. Der Big Sosa, kenn ich nicht. Ja, du bist nur halb zu klein wie er, ne? Genau. Aber wer trotzdem, ist denn, ne? Big war Sosa? Sehr lustig. Kann ich dir hier nicht sagen, so, ne? Wir ja alle kaputt machen, was wir uns hier aufgebaut haben. Genau, du hast dir ein komplettes Leben hier auf der Stadt aufgebaut. Ein komplettes Leben. Fern von deiner Freiberufler-Tätigkeit. Ach, ich meine mal, so 9 Jahre Psychologie sind schon was, ne? 9 Jahre Psychologie? Jo. Das glaube ich dir nicht. So wie du dich verhältst, keineswegs. Ja, ist ja in Ordnung. Niemals. Ist in Ordnung. Ja. Kein Zwang an. Die Wahrheit wirst du niemals rausfinden können, weil ich dir eine Trennung vorhabe. Das glaube ich dir nicht. Tut mir leid. Nach dem, was du jetzt schon gesagt und gezeigt hast, kannst du das nicht behaupten. Ja. Auf Krampf. Nein. Wart mal ab. Nö. Du dir keinen Zwang an. Ich weiß ja, warum du das hier machst, ne? Genau. Schmeckt das eigentlich, ne? Ja. Und dass du jetzt den richtigen Kandidaten ausgewählt hast, mein Gott. Du hast mir so reingespielt gerade. Ach so, ich hab dir reingespielt. Das war alles dein Plan, ne? Ja. Du wolltest das. Das ist dein Plan. Ja, das ist mein Plan heute. Okay. So, und an der Stelle, ne, werde ich wie lange sitzen? 10 Minuten, bis meine Verbündeten mich raus. Ja, Discord Gaming. Da kennst du dich ja aus. Das hast du ja letztes Mal schon bewiesen. Nö. Ihr kennt euch ja prima aus mit Discord. Nö, ich wurde schon Metagaming. Durchgefunkt, dass ich als Geisel bin. Ja. Wie maximal verloren bist du? Nicht mal ansatzweise. Du bist nicht mehr zu retten. Jason, Jungs. Jason, hilf mir. Jason, Hilfe. Ich hab hier einen ganz, mir, ganz schwierigen Jungs, Fall. Jungs, helft mir. Nee, Kollege. Jungs, ich bin da. Hilf Hallo. Mir. Hallo. Du Scheiße. Ach so, ich weiß ja noch ja nicht. Ich habe ja noch einen Ass im Ärmel für dich, ne? Mhm. Falls du mir persönlich zu anstrengend wirst, ne? Mhm. Ein bisschen Copyright schadet bei dir ja nicht. Das soll funktionieren. Ja, zumindest weiß ich auf jeden Fall, wo es nicht landet. Wenn ich dann richtig loslege. Okay. Ja, schön mit Copyright-Background, ne? Und dann. Aber du weißt, dass du hier auf einem Spielserver, auf einem Multiplayer-Spielserver spielst, wo du mit dem Download schon deine Rechte an deiner Stimme, die man hier
hört, abgegeben hast. Das weißt du. Ist völlig in Ordnung, ne? Meinetwegen soll Microsoft doch alle meine ganzen Daten nehmen. Microsoft? Manchmal, na loi. Algorithmus. Algorithmen. Sehr schöne Sache. Also von dem her soll mich nicht stören, was du tust. Also, wo geht's hin heute, Herr Winkler? Schminkler, ich möchte Action erleben. Ich möchte mit dir kämpfen. Hallo. Wie kommst du denn darauf, dass irgendwas das mit Microsoft zu tun hat? Ist mir als erst eine Verhandlung gut, weil ich Algorithmen im Kopf hatte. Du hast keine automatisch an Microsoft. Ahnung. Du hast keine Ahnung. Kann das sein? Wenn du es mir einreden willst, klar. Wie soll das denn funktionieren mit Copyright? Also, erklär mir das mal. Sie sind wirklich eine ganz, ganz schwierige Person. Ja, such doch mal was Besseres. Ich will was Neues. Ich will was Einzigartiges. Also, wenn du mich schon entsorgst, sei wenigstens kreativ, Mann. Der Typ ist so ein Psycho. Der ist so ein Psycho, der Kerl. Schminkler, Schminkler, Herr Schminkler. Ich biete Ihnen jetzt hier Folgendes an, ne? Herr Schminkler, willst du ein bisschen was zu Action? Willst du Action? Ach komm, geh mir nicht auf die Nüsse. Ach komm, jetzt warten wir kurz. Der kommt wieder. Ein paar Sekunden später. Moin, Herr Kollege, da wären wir ja wieder. Na? Na, heute im Pyjama unterwegs, ne? Ich fahr mal kurz tanken. Ach nee, Moment. Ich nehme Sie mit. Ich lasse Sie doch nicht alleine hier. Nachher hauen Sie mir noch ab. Oder Sie werden befreit, komischerweise. Wenn du mal 2 Minuten aus der Ecke bist. Wie soll das gehen? Ich habe Ihnen alle Sachen abgenommen. Ach, hallo. Ich meine mal so, die Geister sind trotzdem mit mir. Bist nicht der Einzige mit Geisterfreunde. Wie soll das gehen? Wie sollen sie befreit werden? Also, Funkgerät habe ich Ihnen abgenommen. Sie sind gefesselt. Jetzt. Sie können nicht schreiben. Sie können nichts tun. Sie sind eigentlich verloren. Richtig, richtig. Aber die 2 Sekunden, wo ich gerade meinen Spielraum hatte, habe ich natürlich kreativ genutzt. Was meinen Sie mit 2 Sekunden? Hallo? Ich meine mal, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ne? Du hast mir 2 Sekunden geschenkt und diese 2 Sekunden werden dir bald umschlagen. Ja, gereicht. 2 Sekunden, er braucht sich für dich. Ja, also, ganz schwierig. Du musst mich entweder entweder den ganzen Tag Babysitter oder du lässt mich unbeaufsichtigt. Mm. Schwierige Sache für dich, schwierig. Schmieröl, geil. Komm, mach immer Schmieröl für mich, komm. Der Typ ist so verloren. Ich geb dir auch was von mir. Der Typ ist so verloren. Komm, sag mal Schmieröl. Naja, wenigstens sind sie dann nach heute Abend eine der berühmtesten Männer auf diesem Staate. Toll. Nach Frau Lowman. Lowman mit dem dreckigen Kleid. Genau. Die arbeitet bei uns. Dachte ich mir schon. Andere deiner Sorte sind sowieso angenehmer. Ich dachte, bisher immer bin ich der angenehmste. Was wolltest du hast sagen? Du von mir. Guckst dir du was? Ich guck dir mir die Videos von Herr Winkler immer gerne an. Was für Videos? Hä? Ich hab ja zu Hause YouTube, ne, und da gibt's so einen, der heißt Cisco G oder so. Jan, warum das G, habe ich bis heute nicht verstanden, aber nun gut. G steht für Gönn. Und der macht genau das hier auch, halt mega gut. Was ist denn YouTube? Kenne ich gar nicht, ich bin hier FIBler. Haben sie eigentlich viel Kohle hier auf dem Staat? Mir ist das Geld hier nicht wichtig. Mir ist das Geld überhaupt nicht wichtig. Genau, das Geld in Europa ist viel wichtiger. Richtig. Das stehen bei das uns. Freiberuflergeld, ne? Das 9 Jahre Psychologiestudium, ja? Ist das normal, dass man 9 Jahre lang studiert? Durchgefallen. Das dachte ich mir. Ja, so hören Sie sich auf jeden Fall auch an, wie Durchfall. Ist ein richtiger Sohn. Genau, so. Ich gebe Ihnen da mal die 500.000 Dollar Strafe, ne? Ah, hallo, kann ich wenigstens meinen Funk ausmachen? Das ist ja zum Kotzen. So. Aua. Hallo. Alter. Lass mich das Funkgerät ausmachen. Bezahlt Edith, glaube ich, man tut dir keinen Zwang an. Hallo, kannst du mir mal helfen? Der tut mir hier wieder, ne? Der macht wieder sein Ding, der Herr Schminkler. Wie soll ich dir helfen? Ja, indem du mir die Handschellen losmachst. Nein, das mache ich nicht. Hallo, der Herr. Könnt ihr mich jetzt mal losmachen? Der Herr hier hat seine Studiumgebühr nicht bezahlt. okay. Ja, warte, ich setze ihn mal gerade ins Auto, damit er uns nicht hier ins Wort fällt. Ja. Das macht er nämlich die ganze Zeit schon. Eine Ewigkeit später. Moin, wie geht's, wie steht's? Ich freue mich auf meine Currywurst gleich draußen. Finden Sie das jetzt immer noch so lustig, oder? Ja, das wird doch lustiger. Aber ich habe Ihnen das Funkgerät entnommen, ich habe Ihnen alle Sachen entnommen, wie können Sie noch funken? 10-4, bis gleich, Chef. Ah, der Chef. Ah, ja. Ich würde Herrn Winkler gerne noch einen Spruch drücken, bevor ich gehe. Drücken Sie mir bitte einen Spruch. Machen Sie es nun. Tun Sie es. Warte. Ja, einzelhaft. Ich frage mal gerade nach einem Stuhl, ja? Ich muss erst noch auf mein Codewort warten. Ja. Für die Befreiung, ne? Das Codewort für die Befreiung. Ja. Wann werden Sie jetzt rausgeholt von Ihren Kollegen, mit denen Sie gerade funken, ohne ein Funkgerät zu haben? Wann ist die Bürokratie durch? Wann werden Sie rausgeholt? Herr Winkler, erklären Sie mir mal, warum haben Sie denn den Habaster festgenommen? Ja, würde ich Ihnen. Eine Sekunde, ja? Ich muss mal kurz... Ja, erklär dich mal, Schmink. Ja, ich erkläre mich jetzt. Ich muss nur mal kurz hier meinen Stuhl hinstellen, ja? Also, jetzt erklären Sie mal. Ich hole dich da gleich raus. Der Herr... So, Winkler, ich höre. Passt auf, ihr müsst mal zuhören. Ich hab ihn vorhin Handschellen angelegt, ne? Da ist er abgedampft wie so ein kleines bockiges Ist okay, komm, ne? Wieder kann man mit seinem LKW wieder.
Irgendwann später. Ich wollte mich. Ich hab Informationen, Sir. Er hat sich freigekauft. Na super. Damit hat sich das ja geklärt und wir können diese Situation auflösen. Na wunderbar. Tobias Moller. Herr Winkler. Der Herr Buster ist selber schuld an seiner Lage. Er hat diesen Streit angefangen und er wusste von Anfang an, er verliert. Und er wollte es und hat es weiter provoziert, bis er hier gelandet ist. Dieser Mann ist selber schuld an seiner Lage. Herr Schulz, ich mag Sie. Wirklich, ich mag Sie, ich respektiere Sie. Aber der Herr Buster ist selber schuld. Warum ich ihn einknaste? Genau. Weil er es gnadenlos provoziert hat, seit über einer Stunde. Erzählen Sie mir warum. Ich könnte Ihnen unsere ganze Liebesgeschichte von über einer Stunde erzählen oder Sie schauen morgen auf Ihrer Handy-App. Dort werden Sie sehen, wie der Herr Buster in diese missliche Lage geraten ist. Das ist aber immer doof, wenn sie hier Leute halt inhaftieren, die es eigentlich gar nicht so verdient haben, ne? Doch. Der hat das verdient. Glauben Sie mir. Der hat es sehr verdient. Nein, ansonsten passiert das ja keinem außer dem Herrn Buster. Naja, und dem Herrn Stanovic. Und der Frau Lawman. Nun, es war schön, Bekanntschaft mit Ihnen gemacht zu haben. Ich muss es leider los, denn der nächste Einsatz ruft. Ich glaube, die Leute verstehen einfach nicht, dass ich einfach nur auf der Suche und auf der Jagd bin nach Menschen, die dieses Spiel zu ernst nehmen, viel zu viel ihrer Zeit da reinballern, komplett verloren sind und sich deswegen halt auch wirklich sehr, 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 sehr komisch verhalten. Und diese Leute suche ich auf, diese Leute spüre ich auf, diese Leute bestrafe ich. Das ist mein Job. Und dafür werde ich bezahlt. Ja, mal abgesehen davon, dass ich die ganze Extra-Power hier habe und komplettes Admin-Abusing betreiben kann. Ja, ich könnte jetzt mit dem Finger schnippen und der Herr, wie ist sein Name? Der interessiert mich so wenig, dass ich seinen Namen vergessen habe. Der Herr ist gleich wieder hier, wenn ich mit dem Finger schnippe. Ja, es dauert nicht lang und er scheint genau hier. Hallo, mein Freund. Herr Buster, da wären wir ja wieder. Herr Schminkler, hi, kleiner Mann, wie gesagt, ne? Musst du dir vorstellen, ne? Du bist mit 200K. Ich bin gar nicht so klein. 200K? Doch, mit 200K plus, ne? Bist du halt für mich noch ein bisschen clean. Das ist doch der perfekte Moment, um dich, lieber Zuschauer, zu fragen, ob du schon ein Abonnent dieses wundervollen Kanals bist. Hier gibt es Comedy am laufenden Band und fast die Hälfte meiner Zuschauer haben diesen Knopf noch nicht gedrückt. Also, worauf wartest du? Nee, was meinten Sie mit davor? Was? Du bist klein. Ich habe aber keine 200K auf dem Konto. Nee, du bist klein von deiner Größe her, ne? 200K in Zentimeter. Sind denn 200K in Zentimeter? Oh, jetzt ist meine Live-Inwand. Ach, wie groß sind Sie denn? Oh, wie zwei Meter. Zwei Meter? 2 M? Jo. 2 M sind ja. Sie? Boah, dann müssten Sie ja wirklich ein millionenschweres Vermögen haben. Jetzt werde ich 1000 Mal angerufen. Wegen dir, Dankeschön für nichts. Wegen meiner Live-Inwand. Ach so, was haben Sie denn da reingeschrieben? Herr Winkler, beim nächsten Mal nicht so viel. Haben Sie auch noch Geld ausgegeben für mich? Na logisch, wie gesagt, Geld ist nicht für mich wert. Wirklich eine ganz, ganz schwierige Person. Meistens sind es immer dieselbe, oder es ist immer derselbe Typ Mensch, der mich nicht mag. Und Sie sind wirklich das Musterbeispiel dafür. Ja, warte mal kurz, ne? Ich muss hier mal kurz ein Klischee erfüllen. Ja, machen Sie das. Ich lasse Sie dann hier stehen, ja? Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß. Ich komme gleich wieder weg, ne? Mach's gut, ne? Jo. Du musst auf mich aufpassen, ne? Jo, tschö. Leute, geht raus, ehrlich. Geht raus! Verdammt nochmal. Ich stelle mir jetzt hier meinen Campingstuhl hin, setz mich herin. Geht raus! Geht an die frische Luft! Spielt draußen! Wirklich! Oder baut ein Dropshipping-Online-Business auf! Bitte! Enden Sie nicht wie dieser Mann! Enden Sie nicht wie dieser Mann! Wo könnten wir den denn noch hinsperren? Ich habe eine Idee. Ich weiß, wo ich ihn hinsperre. Herr Buster. Oh, super, ne? Also, enden Sie Kinder, nicht wie zu. Dieser Mann. Liebe, das wollen Sie liebe nicht. Kinder, hört zu, ne? Werdet niemals Sims, ne? Gebt Frauen niemals eure 24/7 Aufmerksamkeit, ne? Liebe Kinder, nimmt das mit bei den Herr Winkler. Simpen ist scheiße. Merkt euch das. Doch, man sollte Frauen 24/7 Aufmerksamkeit geben. Aber nur seiner eigenen Frau. Ah, eine Sekunde. Meine Katze weint. Schminkler, hast du gehört, was ich gesagt habe? Meine Katze ist wichtiger. Boah, Schminkler. Oh, ich hab ein Funkheadset. Ich hab ein Funkheadset. Hören Sie auf damit. Ich kann euch hören, auch wenn ich nicht am PC sitze. Ey, da bin ich mal kurz weg, ne? Und dann kommen da schon Ihre Kollegen an. Das ist echt eine Frechheit. Ja, wie schaut's denn aus? Sind Sie verheiratet? Haben Sie eine Frau? Haben Sie eine Freundin? Oder vielleicht irgendeine Dame, die mit Ihnen auch die letzten 9 Jahre studiert hat? Na, so, Herr Schminkler, was ist... Haben Sie mir zugehört? Ja, ich hatte schon 2 Damen hier, ne, mit denen es doch außerhalb eskaliert ist, also so schön war das schon. Ah, Sie haben die hier kennengelernt und dann haben Sie die in Europa kennengelernt? Ja. Und dann ist eskaliert? Dann ist eskaliert. Ja.
Okay. Das glaube ich Ihnen. Das glaube ich Ihnen sogar. Das glaube ich Ihnen wirklich sehr. Warum mich? Du hast dich freiwillig gemeldet. Als ich in diese Garage reingefahren bin, warst du der Erste, der sich gemeldet hat. Du warst der Allererste. Ja. Du wolltest es. Ja, natürlich. Du wolltest in diesem Auto sitzen. Ich wollte es. Du wolltest im Knast sein. Du wolltest mitkommen. Du wolltest da sein. Ich wollte alles. Ich wollte das alles. Richtig. Hört auf den Herrn Schminkler, ne? Der sagt immer die Wahrheit. Immer. Könnten Sie mich vielleicht nicht mit Schminkler ansprechen? Ich sag ja auch nicht lieber. Ich verkneife es mir schon seit der ersten Minute, wo ich den Namen gelesen habe. Lieb, ich hab's nicht gesagt. Ja, also bitte, warum nicht? Etwas Respekt. Ach, ich soll jetzt Respekt haben, ne? Mach mir die Handschellen los und ich höre damit auf. Ich bleibe im Auto sitzen. Nein, es ist mir eigentlich egal. Sie können mich weiter Schminkler nennen, wie Sie wollen. Aber ich sag nur, bin mit Ihrem Namen respektvoll umgegangen. Dann können Sie auch mit meinem Namen respektvoll umgehen. Ja, wie heißen Sie denn mit Vornamen vernünftig? Herr Winkler. Weil ich mit Vornamen angesprochen werde. Nein, Herr Winkler. Nein, der okay, Herr. Dann bist jetzt Herbert. Herbert Winkler. Ne? Wenn ja, du unbedingt okay. Auf das Herr behaust. Ja. Ne? Ich gib's auf. Sie sind verloren. Du bist gebrochen. Schön. Wie gesagt, am Ende des Abends bist du derjenige im Bett, der gebrochen liegt. Ah, langsam wird es echt unangenehm. Du fährst mit mir jetzt schon sinnlos durch die Wallerheit. Kollegen suchen mich schon die ganze Zeit. Das wird so unangenehm gerade. Wirklich, langsam tut's weh. Langsam wird's echt schwierig. Ist das schön. Ach, du kannst aber auch kein Stück Auto fahren, wa? Hallo. Ach, hier ist die Mine. Dankeschön, das wusste ich gar nicht. Was macht der da? Der will jetzt weglaufen, der Typ, hä? Ich musste nur dieses scheiß Tor aufklatschen. Oh, ich krieg's nicht auf. Lass mich raten, man kann da nicht rein, hä? Ah doch, kann man. Guck mal, wie er abhauen will. Hallo, Sie hauen hier nicht ab heute. Doch. Nein. Das wird hier heute Ihr Begräbnis. Ist das die Rettung? Ist das die Rettung? Ist das die Rettung gewesen? Ach du Scheiße. Ja, der hat mich gefesselt. Und ich finde es so ein Idiot, also wirklich. Ist er jetzt nicht hier runtergeknallt und ist gestorben, oder? Doch ist er. Er ist gefallen. Herr Winkler. Bitte. Könnten Sie mal kurz Ihr Funkgerät nehmen und Bobby Schulz sagen, dass es nicht geht, dass ich knatschen bin? Ja, natürlich. Kann ich machen. Herr Schulz. Hört. Die Herrschaften können leider nicht ans Funkgerät gehen. Die haben hier irgendwie keinen Empfang. Die sind in einem Tunnel eingesperrt. Herr Winkler, lassen Sie doch bitte einfach die Leute frei. Das sind nicht die haben sich verirrt. Die haben sich im Tunnel verirrt. Ich glaube, die haben da kein LTE mehr. Die haben da nur E und einen Balken. Ja, das wollte ich Ihnen nur sagen. Ich muss jetzt wieder ausmachen. Ja, in welchem Tunnel sind Sie denn? Sagen Sie es doch mal. Nun gut. Ja. Genau. Kommen schon die Nächsten über Discord, ja? Sind schon die Nächsten unterwegs. Jetzt verirren die sich ja wirklich im Tunnel. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Expedition, ja? Ist ja nicht irgendwie gebindet an so einer gewissen Deadline? Musst du nicht irgendwann mal Sleepy Bubu machen? Nö, theoretisch könnte ich das auch die ganze Zeit machen. Aber das ist doch gut. Mhm. Genau, erstmal die Lunte anzünden, ne? Selbst gedreht. 1 Kilogramm Tabakeimer unterm Fliesentisch. Sind Sie so einer? Nee. So einer sind Sie. Mhm. Der Tabakeimer steht unterm Fliesentisch. Ich weiß es genau. Das ist ein Marmortisch, bitte, ja? Oh! Ja. Jetzt geht aber los hier. Während ich sitze. Eine Schandtat. Oh! Ich lebe wieder! Philipp, was soll das? Philipp. Nein, bitte nicht. Nee. Erstmal nehme ich dem all seine Sachen ab. Uiuiui, der ist aber gut ausgerüstet. Ach, Mann, ey. Finn Nero. Warum nennt ihr den Philipp? Der ist Finn. Also, wollen Sie mir erklären, was das sollte? Ich war hier gemütlich auf meinem Stuhl am Sitzen, hab eine Unterhaltung geführt und Sie schießen mir in den Rücken. So ein Stück Scheiße, bist du echt. Ja, Finn, lief leider nicht so gut. Ich müsste Sie jetzt auch hier irgendwie reinsperren. Ich werde Sie jetzt da reinsperren, ja? Und wir werden ausbrechen, Olaf. Mach dich bereit. Oh. Hä? Hast du Handschellen? No. Kennt es wie dieses Stück Scheiße hier vor der Tür? Hier ist ein Auto. Das ist ein Auto. Da kommt ein Auto. Ah, moin. Ich habe einen Stuhl hier an der Hand. Hallo. Hier. Oha. Ach Gott. Weg. Kann ich mich hinsetzen? Du bist so lustig, ganz ehrlich. Verpiss dich einfach. Sie kommen zu dritt und wollen mich umschießen? Na, ich wollte mich hinsetzen. Sie haben meinen Stuhl. Ich wollte meine Waffe gerade wegstecken. Ihr wolltet die Waffen wegstecken. Nimm mal Handschellen. Aber danke, dass Sie mir ein Auto gebracht hatten. Ich war nämlich ein bisschen in der Klemme am Stecken. Ah, hier, kommen Sie mit. Begutachten Sie Ihre Höhlengänger. Das sind Höhlenforscher. Hier sind Kollegen von Ihnen. Die haben mir gerade ein Auto gebracht. Herr Winkler, Sie können uns nicht alle einsperren. Wie oft noch? Er hat's provoziert. Der Herr Buster hat gesagt, ich kann Sie nicht alle einsperren. Ja.